The Force is with you, young Skywalker. The Force is with the Jedi is with us. It's energy. Surround your enemy. You failed, you failed. I'm Jedi. Like my father. I find your lack of faith disturbing. It's a trap! The Force is with you, young Skywalker. Und da sind wir auch schon. Willkommen zurück. Für mich ist gar keine Zeit vergangen. Ich bin immer noch mitten im Spiel. Kommt ihr doch einfach auch rein. Und schauen wir mal, was ich hier jetzt bekomme. Oh, eine Blasterkanone. Das gefällt mir. Jetzt muss ich nur noch einen richtigen Ort finden. Boom. Ah, ha, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Okay, ich wollte ja eigentlich mit Maus und Tastatur spielen. Ich glaube aber, da ist es jetzt aktuell. Ach so, vielleicht sollte ich die Maus auch anschließen. Ja, woher soll man das denn alles wissen? So, jetzt habe ich die Maus angeschlossen. Und die Maus hat sich mit überall verwirrt, verkabelt, verdreht. Gut, schauen wir mal, wie das jetzt läuft. Vielleicht geht das ja besser. Jetzt habe ich aber immer noch meinen Blaster, das finde ich ganz gut. Was habe ich da? Ach, kann ich nicht einsammeln, weil ich schon was habe. Okay. Wir haben den Droiden gesichert. Ab zum Hangar. Sehr gut, habt ihr das gemacht. Wow! Ja, von hinten. So, jetzt kann ich kurz mal meine Maus entwirren. Okay. Ich habe eine Maus. Ich muss, glaube ich, auch mal eine andere Waffe nehmen. Ich bin für dieses sniperartige Gewehr nicht so geeignet. Ich hätte einfach geradeaus schießen sollen. Die verdammten Mikrogranaten, da war er, der Bosk. Das Imperium hat einen Kopfgeldjäger geschickt, um seinen Truppen Deckung zu geben. Schaltet ihn aus! Da sehen wir die Gasgranaten übrigens. Partnerstaat, das hätte ich gern. So, als nächstes werde ich mir mal eine ordentliche Waffe holen. Oh, shit, oh, shit, oh, shit, oh, shit. Uiuiuiuiui. Oh, der hält einiges aus. Hört doch mal auf! Wie die einen immer überrennen hier mit der Hurricane-Attacke. Okay, jetzt nehme ich eine andere Waffe. Geht das nicht? Ich will nicht folgen. Die Konsole ist auf. Warum ist die Konsole auf? Okay. Totales Chaos wieder mal. Das kennen wir doch. Das kennen wir doch nicht anders von mir. Ey, was soll die Scheiße denn? Ja, das ist irgendeine Heldenattacke, das sehe ich doch. Wobei, was war das denn für ein Held? Ich traue mich gar nicht mehr. Sie haben es geschafft, sie haben mich moralisch komplett korrumpiert. Ich kann nicht mehr. Ah, jetzt auch noch drüben. Oh nein! Okay, scheint gut zu sein. Brauchen wir einen neuen Button für Granate. Eins ist kein guter Button für Granate. Überhaupt nicht. Ey, ich war doch direkt vor dir mit diesem dicken Wumms-Krabembel-Schussgerät. Das ist ja fürchterlich. Was der für einen Scheiß zusammenspielt, der Simon. Oh! Uns läuft die Zeit davon. Wir müssen in den Ich weiß. Ich weiß, glaub mir. Ich bin 37. Ich weiß das.
Oh Gott. Nein! Oh. Okay, ich muss zum Evakuierungspunkt scheinbar. Astromech gesichert. Kämpft euch jetzt zum Hangar durch. Wir können nicht ewig warten. Ey, der hat mich sowas von schnell weggefetzt mit seinem schweren TL-50-Lader. Wenn wir uns nicht beeilen, werden wir überhand. Vader ist tot. Oh shit, dieses verdammte Gas jedes Mal. Aber ihr habt gesehen, da war R2-D2 bereit, eskortiert zu werden von uns. Beeilt euch, sonst müssen wir euch zurücklassen. Daran habe ich mich schon längst gewöhnt. Ich brauche bessere Schusspunkte sozusagen. Ich muss irgendwie einfach das besser organisieren. Oh komm, ich war doch sogar im Schutz, oder? War ich da nicht hinter einer Deckung? Okay. Obwohl ich sehr schlecht spiele, macht es mir echt Spaß. Ich muss halt nur wirklich erstmal reinkommen. Beziehungsweise in diesem Fall rauskommen und abhauen. Oh, ich wollte ihm helfen. Okay, R2-D2, wir eskortieren dich. Willst du zwischendurch noch durch irgendeinen MacDrive fahren? Ja, heißt das ja? Hast du ja gesagt? Ah, der Fabi. Naja, aber es ist ein bisschen besser jetzt schon gelaufen. Leider ist der Evakuierungspunkt jetzt sehr weit weg. Gott. Ich dachte, da kommt noch mal einer raus. Ich wollte bereit sein, aber nein, sie lassen mich einfach hier stehen. Doch, da ist er doch. Okay. Ah, jetzt kommt die Mucke. Jetzt wird es zu Star Wars. Erst endgültig. Ey, Gas! Ey, hör doch mal auf, mir reinzulaufen. Ich hab doch hier die dicke Bombe. Ich muss doch vorne sein und ballern. Wie ich auch jedes Mal das Nachladen verplane. Oh, 6% durch die Granate und dann hat er abgestaubt, der Lappen. Aber es war nicht schlecht. Kann man eigentlich meckern von ihm. Oh, da ist sie. Die Niederlage. Sie haben es nicht geschafft. Sie sind ein sehr schlechter Rebelle. Ah. Naja, ich schreibe jetzt hier nicht GG. Weil ich finde, es war kein gutes GG. Ja, denk mir ab, du bist der Allergeilste. Na gut, gucken wir mal, was hier noch so alles passiert. Punkte, Punkte, Punkte.
Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Ich weiß genau, was ihr jetzt schreibt. Ich glaub mir mal nicht, dass ich nicht genau denken kann, was ihr jetzt hier schreibt. Aber einer muss es euch zeigen. Einer muss es auf sich nehmen, hier mit seinem minimalen Skill irgendwas zu reißen. Es ist eine Rebellion. Da muss auch jeder, da muss der Straßenfeger, der Hausmeister, da muss der Autowäscher, da muss der Typ, der irgendwie den ganzen Tag nur Aktien hin und her schiebt. All diese Menschen müssen in der Rebellion an die Front. Die können es halt nicht alle, aber die müssen trotzdem kämpfen. Und dafür bin ich da. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Nils Bohmhoff. So, jetzt gehen wir zurück ins Spiel. Bin ich jetzt ein Geschütz oder was? Das fände ich ja auch mal ganz geil. Nein, bin ich nicht. Ja. Weitergehen. Okay. Das war sehr lustig. Bam. Und es geht los. Rennt ihr mal vor, ihr macht das. Oh! Ey, von beiden Seiten. Von allen Seiten. Ich brauche auch so ein Körperschild. Warum habe ich das nicht? Ich nehme mal das vom Partner. Warum habe ich das nicht von vornherein gemacht? Geil. Jetzt habe ich gleich viel bessere Sachen. Ein Scanner. Ich wollte halt mal gucken, was diese Waffe so besonders macht. Oh, hier ist etwas, das schnappe ich mir. Ja, ein bisschen Aufladung. Okay, nehme ich. Hier kommen sie gleich. Wir liegen in Führung. Sehr gut. Na, bringen die was? Sieht nicht so aus. Oh, verdammt, ey. Oh, oh. Naja, ist ja nur Gas. Das ist vielleicht an der Stelle ganz gut. Ach, ich kann das auch nicht ab. Okay. Wir liegen nicht mehr in Führung. Nee. Ich brauche ein bisschen Energie. Oh, das hole ich mir. Was ist es? Eine Blasterkanone. Und eine kostenlose Granate habe ich auch noch bekommen. Ah, nicht gut, nicht gut. Ich bin ganz alleine. Na gut. Okay, gucken wir mal, ob ich hier... Oh, ich verliere Energie, weil ich so dumm bin und mitten im Gas mein Lager aufgeschlagen habe. Die Hälfte ist geschafft. Und warum habe ich hier diese Waffe aufgebaut? Das ergibt doch gar keinen Sinn. Nun kommen sie. Will keiner? Nee, scheinbar will keiner. Schade. Hätte so schön werden können. Na gut, dich lasse ich mal weiter den Boden schrubben. Ich traue mich nicht. Wenn ich da hinrenne, kommt bestimmt gleich einer.
Okay, da ist gar keiner. Ach. Ja. Ich dachte gerade, Moment, werde ich hier gerade vom eigenen Team abgeschossen, aber stellte sich raus. Nö. War schon richtig so. Oh, darum muss ich mich noch gewöhnen, dass in dem Moment, in dem ich 3 drücke, auch die Granate geworfen wird. Das wollen wir doch nicht. Oh, von der Seite, von überall. Man stirbt unglaublich schnell hier. Okay, ich möchte korrigieren. Ich sterbe unglaublich schnell hier. Er aber auch. Es sind nur noch ein paar Rebellen am Leben. Holt sie euch! Granate! Oh, Rebellen! Immer ist irgendwas. So, jetzt hätte ich gerne mal hier vom Partner den Scheiß. Wieder mal. Okay. Weg! Mann! Ich kann gar nicht mehr so viel sagen. Oh. Ich kann gar nicht mehr so viel sagen, denn wir haben so herausragend gesiegt, dass selbst der vorletzte Platz mich in keinster Weise deprimiert. Denn es ist ja eine Teamleistung. Ja? Es steckt kein Platz 1. Im Team. Insofern bin auch ich wichtig. Eigentlich sollte ich hier auch genannt werden. Vielleicht kann man das mal kurz zeigen. Warum wird hier bei den ganzen, hier, du bist super krass und du auch, warum werden nicht mal die genannt, die ganz unten sind? Hm? Was ist das für eine elitäre Dreckscheiße hier? 1% Scheiße von den Pro-Gamern mit ihren eingekauften Skills. Warum nicht auch mal die Leute, hier so wie den da, wie den, warum nicht mal die Leute, die ein bisschen Kanonenfutter sind, damit ihr auch alle was zu tun habt? Naja, ist ja nicht mein Problem. So, eine weitere Runde können wir noch machen. Und dann werde ich wahrscheinlich von LucasArts aus dem Spiel geworfen. Weil es hat einfach keinen Sinn. Einfach keinen Sinn. Naja. Aber wenn ich das so sehe und höre... Ich kann es immer wieder nur sagen. Ich meine, das ist wirklich die eine Sache, wo das Spiel über jeden Zweifel haben ist. Es sieht geil aus. Es hört sich geil an. Es spielt sich auch nicht schlecht. Es ist vielleicht ein bisschen kurzlebig, aber das Star Wars Feeling, gerade jetzt, wenn die Filme dann immer rauskommen, kann man sich, glaube ich, nicht, kann man sich nicht davor verstecken. Und wird, das glaube ich, jeder, der Battlefront hat, wird, sage ich mal, kurz bevor er ins Kino geht, nochmal ganz kurz Battlefront laden und ein paar Runden zocken. Und es ist ja auch irgendwie ganz schön. Also man sieht, dass das immer noch gespielt wird. Das überrascht mich jetzt nicht, aber ich bin trotzdem ein bisschen verwundert, dass es so voll ist und vorne bis hinten läuft. Ihr gebt unseren Y-Flüglern Deckung, während sie ihre Angriffe auf die... Also kenne ich andere Spiele, die waren nach 2 Monaten, waren die schon leer. Damit wir die Schilde des Todessterns deaktivieren können. Tja, ist halt doof, ne? Wenn man nur ein Auge hat, scheinbar. Oh, da hat er sein Fahrzeug repariert. Als wäre er Fahrzeugreparateur. Was habe ich denn? Die Abklingzeiten sind kürzer. Okay, nehme ich auch mit. Den wollte ich haben, aber der hat mir jemand weggeschnappt. Oh, es macht auch einfach nur Bock, um die... Oh, wollte ich gerade sagen, um die Meteoriten rumzufliegen. Die sollen dich aufs Korn nehmen. Ihr kriegt mich nicht. Okay.
Okay, jetzt muss ich hier mal meine Mission erfüllen. Komme, was wolle. Uah, gerade vorher noch abgedreht. Und jetzt einmal ein 180 und dann bitte genau dasselbe nochmal. Habe ich in Rebel Assault alles gelernt. Ganz easy. So ein Sternzerstörer, der kann mir nix. Ist ja kein X-Wing-Zerstörer. Oh, shit. Oh, habt ihr gesehen? Die hat gerade so mich verpasst. Aber dafür hat mich der Schuss erwischt. Naja. Funktioniert aber schon ganz gut, finde ich. Ein bisschen besser als eben in der ersten halben Stunde. Imperiale TIE-Jäger, zieht ihr Feuer auf euch. Durchhalten, Leute. Hilfe ist unterwegs. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was der beste Anflugwinkel ist. Wie man da am schnellsten hinkommt, ohne gesehen zu werden. Ich bin mir sicher, dass es da kleine sneaky Schleichwege gibt. Hier so an dem ganzen Geröll vorbei. Und dann einfach los. Drauf. Oh, shit. Na gut, ich soll auch gar nicht mehr auf die Radartürme schießen, sondern auf die Jäger. Und stattdessen schießen die auf mich. Dieser Dank Me Up, ey, den würde ich so gerne mal so richtig was auf den Flügel geben. Oder von hinten den Auspuff verstopfen. Das klang jetzt anders, als es gedacht war. Naja. Der Sternzerstörer hat eine so, endlich. Jetzt geht's los. Subsystem ausgeschaltet. Bündelt das Feuer auf ein anderes. Oh, was ist denn mit Angreifen? Was genau soll ich denn hier angreifen? Diese Kuppel oder was? Oh, scheiße. Oh, diese Dimensionen, das ist so toll. Also wirklich toll. Einfach nur geil. So, kann ich jetzt mal einen Gegner haben? Ist er. Da war er doch eben. Ist eigentlich komisch, dass man, wenn man das quasi den Schub rausnimmt, dass man sich dann schneller wendet und dreht, denn es gibt ja keine G-Kräfte im All. Aber vielleicht habe ich da auch zu wenig Ahnung von Raketenwissenschaft. Los jetzt! Bin fast da! Bin fast da! Immerhin. Oh, was? Der hat mich einfach so... Ich wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Der alte Pimmelkopf hier. Das gibt's doch nicht. Er ist angeschlagen. Holt diesen Sternzerstörer vom Himmel. Los. Okay. Na gut. Ich bin wohl der Einzige, der es kann. Mir doch egal. Soll ich halt brennen. Da. Das war's. Man muss auch manchmal sein Leben opfern, um einem übergeordneten Ziel entgegenzukommen. Halte diese Teils in Schach, damit unsere Bomber den Sternzerstörer angreifen kann. Durchhalten. Okay, wo sind welche? Unterwegs. Lalalala. Zielt auf die Subsysteme des Zerstörers. Sie sind ungeschützt. Ab wann man wohl trifft? Oh. Systeme verloren. Zielt auf seine übrigen Schwachstellen. Ja, auf die Schwachstellen. Da, die Kommandobrücke. Thank you.
Ja, das bringt ja gar nichts mehr. Ah. Ja, ja. Also ich verstehe jetzt auch, wie es funktioniert. Man hat immer kleine Momente, wo man den Sternzerstörer angreifen kann. In den anderen Breaks muss man immer die Jäger ausschalten. Okay. Wie gesagt, ich spiele das ja auch zum ersten Mal. Aber es macht schon Bock. Also ich muss sagen, am Anfang, man ist natürlich ein bisschen skeptisch. Aber gerade diese ganzen Weltraumschlachten, die sind, Kreuzer auch wenn man es nicht kann, spektakulär und super spaßig. Oh, shit, falsch. Ach, doch, hier ist er. Oh, da hat sich meine Druideneinheit verabschiedet. Für immer in den Roboterhimmel eingegangen. Wir haben den Sternzerstörer ernsthaft beschädigt. Zielt auf die ungeschützten Bereiche. Okay, jetzt sind wir in der Kampfstation. Nimm das, Sternzerstörer. Jetzt suchen wir den R2-D2. Denn er hat die Pläne für den Todesstern. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch 4 Minuten. Na gut. Kann man kurz mal machen. Okay, wir wissen, weshalb wir hier sind. Ich habe es leider bis eben nicht geschafft, einen Helden freizuschalten bzw. kurz zu spielen. Und kämpft euch zum Hangar durch. So, holen wir euch dann. Dann, wenn man mal guckt, kommt keiner. Ah, okay, alle weg. Meins, meins! Falsches Item. Und direkt rein. Natürlich. Da geht die Fressleiste auf und ich werde direkt erschossen. Oh Gott. Okay. Gleich werde ich meine Supergranate zünden. Ich habe doch gerade gesagt, ich zünde meine Supergranate. Warum hat das denn nicht so funktioniert, wie es mir vom Spiel erzählt wurde? Man ist hier so schnell tot, ey. Ach, ein R2-D2 kann wieder nichts. Steht einfach nur rum und lässt sich anballern. Gott. Spione haben das Mayday in eurer Zone gesehen. Haltet euch bereit. Ah, okay, ich kann auch nicht schießen, wenn ich das Schild aufhabe. Das ist irgendwie klar. Ergibt Sinn. Sie haben uns abgeschnitten. Schaltet die Sturmtruppen raus und bringt unseren Kunden zum Hangar. Ach Gott, ich muss wirklich mal auf den Controller umstellen. Das ist wirklich zu schnell mit dem Controller. So, dann gehen wir eben wieder zur Maus und Tastatur. Wir haben ja eh nur noch ein paar Minuten. Wir müssen uns beeilen und den Zellentrakt erreichen. Sei vorsichtig. Angeblich ist ein Trandoshanischer Kopfgeldjäger in eurer Zone. Nein! Han Solo ist eingetroffen. Oh Gott, Darth Vader! Wir haben Vader besiegt. Oh, okay, Entschuldigung, Han Solo. Für die Lasersalve ins Gesicht. Sie sind immer noch sehr, sehr hübsch.
Bring ihn jetzt in Sicherheit. Was genau passiert hier? Warum passiert es? Warum passiert es nicht den anderen? Ah, da war er, der Bosk. Und Flirty zeigt davon. Oh nein, Bosk! Scheiße. Schon wieder rein. Na gut. Wir haben noch... liebe Regie, ich würde sagen, wir machen noch diese 8 Minuten durch. Es sei denn, wir verrecken vorher. Und dann ist diese Runde abgeschlossen. Ich soll zum Exfiltrationspunkt zurück. Ach nee, scheiß drauf. Komm, wir machen aber noch eine halbe Stunde länger. Dann machen wir jetzt kurz Pause. Machen wir kurz Pause. Es ist wirklich ein großer Spaß. Es ist sehr skillloser, stilloser Spaß, schmutziger Spaß, den ihr mit mir erleben könnt. Aber das haben wir ja nicht zum ersten und zum letzten Mal. Ne? Schleimt euch, schmiert euch ein und springt zu mir zurück in den Matschpool. Und dann machen wir noch ein bisschen Schlammwrestling hier mit Battlefront. Im dritten DLC Todesstern. Bis gleich.